Mit Ronny König ging es rein für den FSV Zwickau ins Ostduell mit dem ersten FC Magdeburg. Ein Kellerduell am 13. Spieltag, aber vielleicht mal mehr Offensive. Denn das ist eines der Probleme bei beiden Mannschaften übrigens, dass es vorn zu schlecht läuft. Aber natürlich ein wichtiges Spiel zum Ende der englischen Woche. Eine Partie, die vor allen Dingen in der ersten Halbzeit wenig an Highlights bot, aber schon in der zweiten Minute ein erstes Opfer forderte. Sirlot Conte fasst sich hier ohne Fremdeinwirkung an den Oberschenkel und musste dann wenige Minuten später schon ausgewechselt werden, wurde durch Bertram ersetzt. Ja, diese vielen Spiele in kurzer Zeit, sie fordern dann körperliche Opfer. Das Ganze also schon gleich zu Beginn der Partie. Ein Rückschlag, auch natürlich für den Spielplan. Und nach einer halben Stunde dann gleich der nächste, Luka Sliskovic. Mit einer ähnlichen Geschichte auch bei ihm, der hintere Oberschenkel, der zumacht. Und auch für ihn ging es nicht weiter. Spielerische Highlights gab es, wie gesagt, fast überhaupt nicht. Aber dann, unmittelbar vor der Pause, fast die Führung für die Gastgeber, die bis dahin nicht einmal aufs Tor geschossen hatten. Schickora mit dem Kopf, dann bekommt Behrens den Abpraller nicht in den Griff. Und Jasula fast mit einem Eigentor. Beck rettet auf der Linie. Aber viel gab es nicht zu bestaunen. Joe Enox am Lamentieren nach der Pause. Dann Magdeburg etwas offensiver. Freistoß durch Jürgen Jasula und auch Brinkis durfte mal ran. Insgesamt die Gäste mit mehr Spielanteilen, aber über weite Strecken zu wenig Durchschlagskraft. Aber dann die 72. Minute. Brünker legt hier ab auf Andreas Müller und der haut das Ding in den Knick. Ein Riesenschuss vom 20-Jährigen. Sein viertes Saisontor. Und natürlich große Erleichterung bei den Gästen. Selbst inszeniert mit dem Pass auf Brünker, der es dann mal schafft, sich zu behaupten und klatschen zu lassen. Und Müller haut das Ding in den Knick. Ein überragender Schuss zur Magdeburger Führung. In der Folge nun natürlich Zwickau gefordert, endlich auch mal in der Offensive auffällig zu werden. Flanke von Könnecke auf den Kopf von Manfred Starke. Eine gute Möglichkeit, aber der Abschluss zu wenig druckvoll und zu unplatziert in die Arme von Morten Behrens. Kleine Verkehrsunfälle auch außerhalb der Seitenlinie inbegriffen. War es ein kämpferisches Spiel mit vielen Unterbrechungen, mit vielen Fouls und noch einer richtig guten Gelegenheit. Kurz vor dem Ende die Flanke von Hähne und dann der Kopfball von Ronny König ans Lattenkreuz. Es sollte nicht sein für Zwickau, die spielerisch viel zu wünschen übrig ließen. Ja, also dass wir halt nicht gut nach vorne gespielt haben, brauche ich nicht erklären. Dass wir wenig Torschüsse zugelassen haben, ist okay. Aber halt letztendlich, was ich halt fand, ist, dass beide Mannschaften schlecht waren heute. Dass die Mannschaft, die halt einen Torschuss gehabt hatte, halt genützt hatte. Wenig Torschüsse an beide Seiten, es war Abschießkampf pur. Der kleine Müller, wie Thomas Hossmann, der Trainer, gesagt hat, ist jetzt bei uns. Das ist aber durchaus als Kompliment gemeint vom Trainer, oder? Ja, ich denke es doch, ja. Wenn Ihnen vor einem Jahr ungefähr jemand gesagt hätte, dass Sie am 13. Spieltag dieser Saison Top-Torjäger des 1. FC Magdeburg sein würden. Ganz, ganz ehrlich, was hätten Sie dem geantwortet? Ich natürlich sofort unterschrieben, aber auch einen Vogel gezeigt natürlich. Aber zuerst mal möchte ich meine Freundin zu Hause begrüßen, die immer auf mich wartet und alles. Und immer auch, wenn ich im Training bin, auf mich wartet und auch meine Familie, die immer zuschaut. Also egal ob Tante, Cousine oder Schwestern. Das sind die Leute, die es mir vielleicht vor einem Jahr schon zugetraut hätten mit mir selber. Aber an die geht ein besonderer Gruß raus. Sollte also ein warmer Empfang werden für Andreas Müller und Magdeburg nach dem ersten Auswärtssieg der Saison. Sind sie jetzt punktgleich mit Zwickau? Bei denen nach 6 sieglosen Spielen in Folge schon so langsam das Licht ausgeht. Also schwierige Phasen momentan in Westsachsen. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.